Hallo alle zusammen und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer weiteren Folge von Let's Play Star Wars The Old Republic mit meinem Gefährten Skipion. Oh, moin Leute, ich bin gerade in der Hauptmission. Die quatschen gerade bei mir. Und ja. Genau. Ich Wir haben jetzt grüße Sie. abgemacht, jedes Mal in Ihnen der stehen Hauptmission folgende mal zu Routen muten, dass zur wir einfach auch mal Verfügung. ein bisschen besser mit unseren Leuten quatschen können. Tut mir leid, Lukas, dass ich dir gerade dazwischen rede. Macht nichts, hast du schon die ganze Zeit gemacht. Also mich stört's nicht. Ich weiß nicht, ob es Okay. den Zuschauer stört. Also mich persönlich stört das, deswegen mache ich das auch. Ich möchte halt Okay. ein bisschen was hören dabei. Ich lese nicht so gern, ich bin faul. Ja, ich weiß. So, dann wollen wir jetzt erstmal bei uns in Richtung Hauptmission gehen. Ich muss jetzt in den Ruin Dann von mute Kanet. dich mal. Wie mich? Wieso soll ich mich jetzt gerade muten? Ja, weil ich doch jetzt in der Hauptquest bin. Ach so. Ich dachte, das macht jemand, der im Hauptquest ist. Das ist doch besser. Egal, ich mach's jetzt erstmal. So, jetzt bin ich gemutet. Lukas dürfte mich jetzt nicht hören. So, wir müssen jetzt erstmal nach Kalett gehen. In die Ruinen und hier drüben was aufsuchen, nehme ich an. Ah, da. Genau das suchen wir hier. Mysteriöser Fels. Mysteriöses Felsbild. So, schauen wir mal rein hier. Die Inschrift, die in diesen Stein gewählt ist, ist durch den. Ah, das war ja. Zeigen Sie Respekt. Sie stehen vor Größe. Die erste Klinge. Ich bewache sie. Sie liegt bei der Asche Ihres Schöpfers, des Waffenmeisters. Machen wir die Ich zwei. muss die erste Klinge mitnehmen. Die Jedi brauchen sie wieder. Die erste Klinge. Die erste Jedi-Waffe. Aus diesem Ursprung stammt das Lichtschwert. Jahrtausende vergehen. Nur das Heft der ersten Klinge verbleibt. Nur einmal gestört. Rajivari kam. Er erwies sich als würdig. Nahm das Heft. Brachte es später zurück. Wieso sollte Meister Rajivari das Heft nehmen und dann zurückbringen? Das ist nicht meine Sorge. Erweisen Sie sich als würdig, die Klinge zu nehmen. Die Philosophie des Jedi-Kampfs. Zeigen Sie Verständnis. Der Waffenmeister ließ Herausforderungen zurück. Hier in Kalett. Trainingsdroiden. Um seine Schüler zu testen. Finden Sie sie. Siegen Sie. Das Heft der ersten Klinge wartet. Okay, habt's gehört, Leute. Wir müssen jetzt erstmal hier ein paar Druiden töten. Ich weiß gar nicht, wie Lukas und ich jetzt kommunizieren wollen. Ich gehe einfach mal wieder kurz zu ihm. Lukas, hörst du mich noch? Ja. Wie wollen wir uns überhaupt Bescheid sagen, dass man fertig ist mit seiner Keine Mission? Ahnung, ich habe dich jetzt einfach direkt angesprochen. Ich habe dich gar nicht gehört gehabt. Ach so, ja, weil ich muss jetzt auch nach Kalet. Die quatschen zwar gerade noch bei mir, aber ich muss da jetzt auch hin. Ja, ich muss jetzt gegen ein paar Trainingsdruiden kämpfen. Hey, musstest du nicht gerade noch nach Kalett? Ja, das muss ich jetzt gerade in Kalett machen. Okay. Ching, 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 ching. Ah, der war einfach. Juhu, ich habe eine neue Waffe bekommen. Juhu, ich nicht. Ich habe gerade mal reingeschaut. Also mir gefällt der Jedi Schatten ziemlich sehr. Ich glaube, da kommen wir dann gut auf den eigenen. Wenn er dann später als Team. Wenn ich den will und du den Angreifer machst. Hey, ich habe was wollte ich nochmal? Die Wächter genau und dann auf Kampf. Okay. Das heißt, sie werden zwei Lichtschwerter führen. Muss ich jetzt hin? Oh. So. Wir fahren erstmal ein bisschen. Ich soll drei Gefechtsdruiden töten. Na gut, das ist jetzt nicht so schwer. Ach, die Missionen sind ganz lustig. Das wird gar nicht so schwer. So, aktivieren wir mal die nächsten Mittel hier. Alala. Rico, hast du dich mitbekommen? Alles ist grün, Leute. Was soll ich mitbekommen? Wie bitte? Was soll ich mitbekommen? Nichts.
Alles ist gut, Nico. Okay. Gut, ich muss jetzt zum Feldspiel zurück. Ich glaube, ich muss dann gleich wieder dich verlassen, Lukas. Oh, schon? Ja, ich werde angegriffen. Ich werde auch gerade angegriffen. Ah, ich bin aufgestiegen. Okay. Das hätte ich vielleicht mal vorher aktivieren müssen. Wäre gar nicht so blöd gewesen. Ah, Technikerbindung. Nicht schlecht. Es ist verwirrend, wenn ich manchmal deine Aufgaben sehe. Ja? Ja. Glaube ich, denke, ich muss dann da hin. Und dann muss ich da nicht hin. Tja. Gewöhn dich dran. So. Ich verlasse dich hier, Lukas. Oh nein. Jetzt habe ich gerade deswegen daneben geklickt. Hier, gut. Aber nochmal. Gut, untersuchen und... Telemetrie empfangen. Alle Droiden melden Kampfverlauf. Zufriedenstellend. Meine Kampfkünste sind mehr als nur zufriedenstellend. Die Telemetrie lügt nicht. Nehmen Sie das Heft. Behandeln Sie es mit Respekt. Kämpfen Sie mit Ehre. Okay. Heft Meisterin Yuan, ich habe das Heft der ersten Klinge gefunden. Ein Proto-Lichtschwert von jemandem, der Waffenmeister genannt wird. Das Heft sieht aus, als wären Daten darauf eingraviert worden. Natürlich. Die erste Klinge weist den Weg. Rajivari hat die legendäre Waffe selbst so gemacht, dass sie uns führt. Die Macht ist definitiv mit dir, Padawan. Bitte bring das Heft sofort zurück zum Tempel. Ich werde einen Weg suchen, um auf die Daten zuzugreifen. Ab zum Tempel, Leute, ihr habt's gehört. Und Lukas dürfte mich jetzt auch wieder hören. Achso, ja, warst du in der Hauptquest? Ja, ich war gerade in der Hauptquest. Achso, ja, ich habe gestern One Piece Part aufgenommen, der hat Überlänge. Achso. Der geht fast anderthalb Stunden. Dann werden wir die noch ja, das ist ja echt hart. Ja. Nee, es war einfach mühsam. Erstmal hatte ich quasi Nebel des Krieges an, sage ich, so nenne ich es mal. Okay. Und dann durfte ich noch die ganze Zeit Heilungsupgrades suchen. Das war auch was. Sagt mir alles gar nichts, aber ich finde die Lotta geile Rüstung, ey. Also wenn du willst, ich habe jetzt mein Inventar voll. Ich habe ein paar mittelschwere Rüstungen, Stufe 42 und also 42er Rüstung und so Scheiß. Ja, ich habe gute Sachen. Vielleicht Interesse daran, kann ja sein. So eine grammorianische Bantahund-Gamaschen oder eine Ikani-Straßenweste. Bietet schon okay, bei mir ist jetzt wieder Hauptquest. Okay, ich bin weg. So, wir wollen jetzt mal hier noch zum Tar zugreifen und hier drauf. Dann fügen wir jetzt hier mal bitte die Technikerbindung mit ein. Sicher, glaube ich. Wo kommen die hin? Dahin, gut, super. Warum rennst du die ganze Zeit da weiter? Wo kommen die eigentlich hin? Hier? Da unten. So. Aktivieren wir mal bitte. Oh! Armschienen des Machtanwärters. Noch besser. Noch besser. Gut, okay. Dann wollen wir wieder weitermachen hier. So. Okay, rüber hier und... Erinnerung, mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen. Und rüber zum Jedi-Tempel, Leute, würde ich sagen. Okay. Okay, du okay. Ah, Padawan Vierer, da ist eine Mission für mich. Gut, wir wollen jetzt aber trotzdem erstmal hier zurück. Bist du denn hier, die Hüter? Stufe 12. Ja. Du anscheinend auch. Du bist ein Krieger. Auch was bist du hier da hinten? Du bist rot. Jedi, welche Stufe 65? Bist du denn böse?
Nö, ist ja nicht. Hätte sein können, dass es Rot irgendwie was über Gut und Böse zu heißen hat. Aber gut, okay, wir wollen jetzt erstmal rein zum Jedi-Tempel. Wir müssen jetzt erstmal nicht zu unserer Meisterin gelangen. Oh, haben wir die ganzen Fähigkeiten hier durchgängig? Ich finde es ja nicht schlecht, aber. So verwirrend ist es schon. Aber okay. Gut. Ab rein hier. Wir müssen jetzt schnell zu unserer Meisterin. Was? Lukas ist jetzt schon Level 8, ey. Dieses Arschgesicht. Der hat, glaube ich, irgendwie einen XP-Boost von 50%. Das ist echt krass. Aber gut. Ab in unsere Storyline. Hallo, Padawan. Schön, dass es euch gut geht. Meister Sio Bakarn, ich habe euch bei eurer Ankunft hier begrüßt. Braucht ihr etwas, Meister Sio? Zumindest hat er Verantwortungsbewusstsein. Das ist Meister Jarik Kedan, auch ein Mitglied des Rats. Yuan erzählte uns von Nalin Raloch, dem Pilger, der Rajivaris Geheimnisse sucht. Sie sagte auch, die Macht bestimmt eure Ausbildung. Das mag schon sein, aber... Vielleicht brauchte die Macht die richtige Person für die Sache. Seht ihr, Sio? Blinde Sicherheit führt stets zu Arroganz. Yuan sollte es besser wissen. Zuerst nimmt sie diesen Tandoshana in den Tempel auf und jetzt das? Sie wird jeden Tag unorthodoxer. Was haltet ihr von Yuans Meinung, Padawan? Ich vertraue ihrer Weisheit. Der Hohe Rat der Jedi akzeptiert Yuans Meinung. Vorerst. Doch mich sorgen die Gefahren, die euch unterwegs drohen. Dass wir die Quelle von Rajivari vor Nalin Raloch finden, ist wichtig. Doch eure Sicherheit auch, Padawan. Seht euch vor. Naja, nicht so viel Schiss haben hier. Ach ja. Gut, okay. Ab in den nächsten Teil. Nach hinten hier. Rajivaris Hologramm beweist, dass diese Technik existiert. Siehst du es nicht? Das wird diese unsinnige Debatte ein für alle Mal beenden. Überreagieren. Wenn ich überreagiere, dann... Oh, Padawan. Noch etwas länger und wir hätten nach dir gesucht. Ich dachte schon, Nalin Raloch wäre dir wieder über den Weg gelaufen. Wo auch immer Nalin ist, er ist nicht in Kalett. Du sagtest, du hättest die erste Klinge gefunden oder zumindest ihr Heft. Ist es... Kann ich es sehen? Die Faltungen im Metall, die Energiezellenkammer, das sind verloren gegangene Techniken. So fingen unsere Lichtschwerter an. Von mir aus, was auch immer. Gib Acht, Padawan. Ich habe einen zweiten Hinweis aus Rajivaris Hologramm entschlüsselt. Um die Quelle von Rajivari zu finden, muss dieses Heft in eine Höhle in den Bergen von Tython gebracht werden. Das Hologramm sagt, die Gründer hätten in dieser Höhle meditiert. Debattiert. Sie wurden zum Rat der Jedi. Alle unsere Kodexe, unsere Gesetze und Grundsätze gehen auf diese Debatten zurück. Tut mir leid, Padawan. Kaisens Hingabe zur Jagd ist ziemlich zielstrebig. Macht nichts. Seine Hilfe ist willkommen. Viel Glück und sei vorsichtig. Das Hologramm besagt nichts darüber, was dich in diesen Höhlen erwartet. Tudum. Schlichte mittlere Quellkiste. Annehmen. So, was haben wir jetzt hier alles so bekommen? Die Creditkiste kann ich nicht aussuchen. Okay, habe ich jetzt schon, doch schon drin. Was ist das hier? Oh mein Gott, ich bin jetzt der Erhabene. Ist das geil. Oh. Cornelius Drake, der Erhabene. Geiler Titel. Aber gut, wir begrüßen mal den Lukas wieder. Hallo Lukas, wie geht's dir? Hi, gut, ich habe gerade einen Datacron gefunden und plus 2 Beherrschung bekommen. Wow, herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, ich krieg gleich meinen ersten Gefährten. Ja? Ich bin gerade auf dem Weg zu einer Mission.
auf einem Berg, irgendwo hier in Tython. Und er kommt mit. Bis wir sagen, ja, er trifft mich dort. Schon. Ich bin gerade hier noch in Kalles. Weißt du, wie ich jetzt... Umlaufen. Und ich habe Skype vergessen auszumachen. Wow. Das heißt, ihr hört jetzt ab und zu einen Skype-Ton, wenn ich eine Nachricht bekomme. Weißt du, wie jetzt weißt du, wie ich jetzt heiße? Cornelius Drake, der Erhabene. Oh, ja. Bitte. Ja, ich danke dir. Ich bin jetzt der Erhabene. Was sagt denn die Zeit, damit ich Skype gleich ausstellen kann? Und wir haben noch 5 Minuten. Und wir haben noch 5 Minuten, na okay. 1 Uhr. Ich grüße Sie. Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. Muss ich natürlich öffnen. Erinnerung, mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen. Ich müsste bald mal meinen ganzen Scheiß verkaufen, den ich hier noch mit mir rumtrage. Ich glaube, ich gehe jetzt mal zu dem Händler. Judas, ich gehe erstmal hier die Truhe öffnen. Ich habe übrigens eine neue Rüstung bekommen. Ja? Ja. Ich habe dir vorhin schon gesagt, ich könnte dir auch meine geben, die ich gefunden habe, aber ich werde jetzt verkaufen. Ich habe so viele gefunden gehabt, die mittelschwer waren. Die würden mich für dich interessant sein. Melden Sie ihr. Okay, ja, ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich hier nach oben komme. So, wir verkaufen mal rechts, glaube ich, ja. Verkaufen mal ganz Scheiß hier. Komme ich denn jetzt da hoch, damit ich das Teil aktivieren kann? So, alles verkauft. Ach ja, verkauft. Hier, oder? Na komm, lass mich da hochspringen. Dankeschön. Ich habe jetzt sage und schreibe 600 Credits, ey. Ich weiß nicht, wie viel Geld ich habe. Muss ich gleich mal nachgucken. Ich nutze gerade mein Holocron. Jetzt geht's erstmal weiter zur nächsten Mission. Ab zu dem Fleischräuber. Ah, ich sehe, wo du bist. Du bist in den Ruinen von Khaled. Kämpfst du gerade gegen Druiden, oder wie? Habe ich schon gemacht. Ich muss jetzt zur Matriarchin. Ui. Was musst du da machen? Quatschen anscheinend erstmal. Ach so. Weil da mein Meister auch ist. Dein Meister. Boah, so viele Skeletthaufen hier. Na klar, die Fleischfresser sind halt Fleischfresser, Fleischräuber. linksrum, rechtsrum, ich glaube, das ist hier egal. Was sind die ja noch teuer ist, sind die Gleiter. Die kosten dann die 200.000 Credits, glaube ich, oder 100.000. Aber die sind es eigentlich wert. Ja, das auf jeden Fall. Ich muss auch mal verkaufen, wenn ich nicht verkaufen darf. Hallo, ich will verkaufen. Dankeschön. Schrott verkaufen. So, da muss ich nicht lang. Ich muss hier lang. Und dann da hochgehen. Okay. Jetzt kommen sogar die richtig guten Fleischkrieger mal. Wow. Erstaunlich. Eigentlich sollte ich zurück zum Jedi-Tempel gleich mal. Ich kann mir neue Fähigkeiten bestimmt schon holen. Oder mal eben nachgucken. Ja, aber ich habe 2 neue Fähigkeiten. So, mach den fertig hier, los. Weg ist er. Super. Dumm. Okay, das ist geschafft. So, du darfst jetzt wieder ruhig sein, oder? Keine Ahnung. Ich bin weg. Mit. So, Leute, wenn ihr also auch Interesse habt an der Story von Lukas, dann schaut einfach mal auch bei ihm im Let's Play rein. Hat da bestimmt schon ziemlich interessante Sachen. So, ich nehme an, wir müssen da jetzt hoch. Dann werden wir mal da hochklettern, ne? Ja, bleibt gerade. Zack. Hat er noch ein Schild mit sich dabei, ey. Pump, umgefallen. So, hoch hier. Wow.
Komm schon, mach ihn fertig. Los. Und den auch mal bitte hier. Weg ist er. Und hier gehen wir jetzt mit mal auf. So, Leben haben wir jetzt auch wieder. Nehmen wir kurz an wieder. Zack. Weg ist er. Super. Wir sind einfach unschlagbar. Einfach runtergeschmissen, ist das geil. Komm schon. Warum reagierst du nicht? Ziel nicht sichtbar. So. Da gab's wohl einen Bug, okay. Naja. Und weg mit ihm. Wow. Machen wir den mal auch fertig hier. Ach du Scheiße. So, ich brauche jetzt dringend. Genau, den brauche ich wieder. Und den jetzt mal schnell angreifen hier. Alter. Es war viel Leben, was ich da gerade opfern musste. Meditieren kann ich immer noch nicht. Super. Und der ist weg. Super. Perfekt, meditieren wir mal schnell. Ich brauche wieder Leben. Aber ich bin gleich da am Ziel. Und wir begrüßen wieder den Lukas. Ja? Ja? Läuft es noch bei dir mit der weiter oder ist wieder vorbei? Ich bin vorbei. Ich habe gerade gesagt, dass ich erstmal keine Nebenquests mehr annehme. Vor allen Dingen, weil ich zwei Level vor dir bin und wir ja abwarten, was die Zuhörer sagen. Was denn? Was denn? Mit den Nebenquests. Dass ich erstmal keine annehme, weil ich ja vor dir bin und dass wir auf die ja, Zuschauer warten, ob die halt die Nebenquests ziehen wollen oder nicht. Ja. Die Nebenquests machen wir sowieso, aber machen wir jetzt. Das ist ja nur langweilig. Die ganzen spannenden Sachen kommen ja erst durch die Hauptstory. Aber Lukas, bevor ich jetzt gleich in meine Storyline reingehe, würde ich sagen, beende den Partner für heute. Jo, bin ich auch dafür. Ich bin gerade sowieso im Jedi-Tempel. Ich würde dann, keine Ahnung, ich hole mir gerade neue Fähigkeiten. Ja gut, in dem Sinne würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.